Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Ja, zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Wir haben im letzten Part Roy auf die Fresse gehauen, dieses Level hier sowie das hier abgeschlossen. Und nun wollen wir versuchen, uns dem Ende der zweiten Welt zu nähern. Nein? So, was ich aber jetzt machen möchte, ist einmal kurz gucken, wie es mit den Sternmünzen aussieht. Okay, ja. Zwei Level fehlen uns noch. Gut. Welt 2, Level 6. Let's go. Vorher nochmal kurz ein Schlückchen. Nice. Okay. Oh nein, das ist das! Oh mein Gott, das kann nicht sein. Nicht das Level, bloß nicht. Dieses Level habe ich damals beim ersten Durchspielen so gehasst. Oh, by the way, das ist die erste Starcoin. Wo hier das Secret Exit ist, weiß ich auch. Und der ist auch ein bisschen fies platziert. I'm really sorry, ich kann nicht aufhören, weil diese Musik so geil ist. Dafür kann ich nun wirklich nicht. Okay, das habe ich jetzt verkackt. Lol. Ich weiß nicht, ob man von den Blöcken noch zerquetscht werden kann, aber versuchen möchte ich es jetzt erstmal nicht. Also, jedenfalls nicht. Stop, man! Oh. Da kann man nicht rein. The fuck! Nein, ich glaube, ich weiß, wo... Oh nein. Ich glaube, ich weiß, wo wir lang müssen. Jedenfalls, wir haben keinen Propellerhead mehr und hier ist schon die Halbzeit. Oh, du scheiß Koopa, geh einmal aus meinem Weg. Ja, da ist die Röhre. Ich hab zwei gedrückt. Ich hab zwei gedrückt. Irgendwie habe ich mir sogar schon gedacht, irgendwo war doch was. Und geben wir ihm mal einen Pilz. My bad. So. Nochmal von vorn. Bam. Ba, ba. Da, da. Na, na. Na, 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 na. Stop singing, you fat bitch. Ich kann nicht, du, 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 weil ich diesen Sound geil finde. Mann, ich muss aufhören. Das heißt, ich mag die Musik von diesem Spiel übelst. Das Summen oder Singen hält mich auch auf Laune, ne? Ja, weil meine Laune ist halt auch so ein bisschen geknickt wegen der Sache mit Dave. Ja, wenn man jetzt genau hinguckt, sieht man, dass er auch das hier eine Röhre ist. Aber dieses Wippen ist so komisch, ne? Lol, diesen Propellerblock. Ich hätte ihn vielleicht nicht nehmen sollen, sondern einfach in die Röhre gehen sollen. Ja, also für die nicht wissen, was ein Propellerblock ist, leck mich am Arsch. LOL, die ist ein One-Up! Okay, das wusste ich jetzt nicht. Oh, lol. Die Propellerblöcke sind in diesem Spiel, sie sind so wie der Propellerhead, nur dass du sie eben nehmen musst. Ba, ba, ba. Oh nein. Ich bin so dumm. Komm, geben wir den weiteren Pilz. Immerhin, die gibt es zuhauf. Also, wir werden auch auf jeden Fall sehr viele Pilze bekommen. In Mario Bros. U hat man das dann so mit dem Item-System gemacht? Ich falle auf denselben Scheiß rein. Ist das euer Ernst? Ich will mir das One-Up holen. Da hat man das so gemacht, dass man nur noch begrenzt Items hat. Ich glaube, 10 Stück maximal. Würde... What the... Nein! Was tue ich hier eigentlich? Ja, ich scheiß auf die Pilze, Alter.
Ba-ba-ba. Stop, man. Nein, scheiße, das One-Up, das brauchen wir nicht. Und du? Oh, den lassen wir ihn. Ja, das Ding, dieses Teil, diese komischen Feuerhunde, keine Ahnung, wie man sie genau nennt. Wenn ihr den genauen Namen von diesen Viechern kennt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ja, wie man gesehen hat, die haben Feuer bei sich. Und soweit sie alles, sie versuchen euch halt zu töten mit dem Feuer. Sollten sie es nicht schaffen, werden sie zum Kamikaze und jagen sich selbst in die Luft. Da oben hat man die Röhre gesehen. Aber erstmals, der normale Ausgang ist unser erster Begehr, deswegen. Du kannst abhauen, du rote Feuerkugel. Oh. Ja, dank des Propellerheads müssen wir uns nicht großartig anstrengen. Den Nintendo Time, Motherfuck. So, wir schalten den normalen Weg frei. Doch, das ist uns noch nicht genug. Wir spielen 100%, my boys. So, dann machen wir jetzt mal einen kleinen Speedrun hier. Das war eine dumme Idee. Ja. Warum muss ich... jedes Mal, wenn ich das Wort Speedrun erwähne... Geht's los mit den Fails. Es war schon immer so. Ich stelle mich einfach nur blöd an. Ich freue mich schon auf die Kommentare von Leuten, die genau wirklich alles aufzeichnen. Oh, so und so viele Male bist du in dem Level, so und so viele Mal bist du oft gestorben durch den und den. Oh, so oft hattest du eine Erektion in dem Part. Oh, stop! Aber erstmal solche Kommentare gibt's wirklich überall. Oh, stop. Fuck? Lol, ich habe seine Beine gehornt. Lol! Geh bitte weg. Oh, no. Er hat auf mich gebläht! Das zählt nicht! Mann! Ich stell mich so blöd an! Okay, komm, wir wollen jetzt mal richtig spielen hier. Was zum Fick, Mann? Oh. Lassen wir die Koopas einfach in Ruhe. Die haben uns gar nichts getan. Die sind hier ja nur... Keine Ahnung. Deshalb sind die eigentlich hier. Ciao, Bitch. Heftig. Bam, 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 bam. Bum, 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 bum. Hol dir den fucking Pilz, dann eben nicht. Bab, bab. Bab, bab. Oh, stop! Oh, bloß nicht. Wow. Dadurch, dass man halt diese Halbzeit den Checkpoint aktiviert, oder halt durch durchgeht, hält das Spiel für eine Millisekunde an und das ist eben das Dumme. Geh mir aus der Sonne. You fuck! Der hat mich beinahe in die Luft gejagt.
Nice. So. Boah. Nice, Alter. Du kannst nicht mal, Bitch. Wenn wir jetzt runterfallen, ne, ich beiß mir so hart in den Arsch. LOL. Sehr gut. Ich bin noch geil, wie wir dem ausgewichen sind. Einfach so, wir sind da durchgerutscht. That was skills, my boy. My boys, besser gesagt. Ching. So. Eine weitere Kanone haben wir uns frei geöffnet. So. Nun müssen wir hier aufpassen, denn hier sind auch Sandgruben oder Fallen. Selbstverständlich will ich sie euch auch zeigen. Aber jetzt machen wir erstmal das Sternhaus und holen uns hier einen Superstern ab. In manchen Mario-Spielen kann man auf die Toads draufhüpfen. Hier geht's wohl nicht. Ist gut! Gehen die nach einem Muster? Lol. So. Ich zähle diese Dinger, aber sie nicht als Zelda an, deswegen werde ich es auch gar nicht. Lol. Deswegen werde ich das halt auch gar nicht. Deswegen werde ich das auch gar nicht in die Beschreibung packen, weil wozu? Haus. Oder Haus. Sollte man sagen. Egal. Bam. So, dann wird jetzt Zeit fürs zweite Castle. Welt 2. Roy's Castle. Castle. Zeit, ihm aufs Maul zu hauen. Ah, die Starcoin können wir uns jetzt schon mal holen. Dank des Propellerheads. Es ist halt so, die Starcoin muss man so holen, indem man einen Fehler macht. Ich kann es euch eigentlich auch zeigen. Lol, ich habe das Feuer vereist. Also das Feuer ausgelöscht. So, hier werden jetzt nämlich Münzen angezeigt. Aber ich gehe jetzt erstmal absichtlich den falschen Weg. Dann hört man dieses Banau. Und wenn wir oben lang gegangen wären, also ganz oben, hätten wir uns die Starcoin graben können. Aber naja, wir haben sie ja schon geholt auf eine kleine Cheatweise. Ich will die Lava erkalten lassen. Die Erkenntnis kam, es geht nicht. So, aber wenn wir hier lang gehen. Das Bein juckt gerade ein bisschen. Hä? Das war falsch? Aber die Münzen haben es doch so angezeigt. Okay. Ich weiß halt nicht mehr genau, wie ihr die Reihenfolge. Alter, ich dachte, die Plasma geht in die Lava rein. Ich dachte es. Ich weiß halt nicht mehr genau die Reihenfolge, weil ich habe das Spiel halt nur einmal gespielt. Bei Mario Bros. Bei Mario Bros. DS zum Beispiel weiß ich die Reihenfolge ganz genau. Unten, oben, Mitte. Oder oben und Mitte. Ah, oben war es, okay. Die Münzen haben mich nur getrollt. Ding. Okay, müssen wir uns beeilen. Also oben, da müsste jetzt unten sein. Das ist halt traditionell. Oh, fuck, das tut weh, das tut weh, das tut weh. Ich habe halt hier Schmerzen hier im vorderen Bereich, also in der Nähe des, auf Höhe des Zwerchfells, weil ich war vor einigen Tagen im Trampolinhaus in Dortmund mit der Klasse halt, zum Klassenausflug wegen, zum Abschied. Muss hier echt aufpassen. Hätte meine Eisblume halt behalten, ne? Unten, oben mit. Nein! Scheiße. Und ja, ich habe halt an einigen Stellen Muskelkater, aber hier im Brustbereich ist es am schlimmsten. Wenn ich mich bücke, tut's weh, wenn ich lache, tut's weh. Und selbstverständlich auch, wenn ich huste und oder niese. Ja, ist gut, halt die Klappe. Badau! Am nächsten startet man nicht ganz am Ende. Ich geh jetzt mal oben lang.
So. Okay, stop. This, that. Stop, man. So, das war's eigentlich auch schon. Kriegen wir nochmal eine Blume. Leider haben wir kein direktes Item-Inventar, also wo wir halt ein Item in Reserve haben. Wie in Mario Bros. DS oder 2 oder Mario 3D Land. Ach, fuck off. Oder 3D World, genau. Gut. Roy, jetzt gibt's Kloppe. Und Kamek mischt mit. Von oben kommt irgendwas. Kamek und seine Playstation-Angriffe. Okay, er geht in die Röhren rein. Und müssen halt auch aufpassen, weil er Erdbeben-Attacken machen kann. Ihr kriegst du mich nicht, du Lappen. Ey, wie geil ist das? Oh, er täuscht an. Der hat keine Chance, der kommt nicht ran. Ist das geil. Ich mach den Sound übelst. Die, Bitch. Nein, die Nintendo Number One. Fuck. Ich sollte mich vielleicht in den Space ein bisschen besser verhalten, kann das sein? Na gut. Damit wäre die zweite Welt geklärt. Doch Bowser Jr. gibt uns immer noch nicht Prinzessin Peach. Er haut weiterhin ab. Ich werde kommen, Peach. Pause. Ja. Come back! Alle Starcoins in Welt 2. Woohoo! Ich hätte mir sogar Zeit auf ein weiteres Level, ne? Aber komm, wir machen heute mal eine kurze Folge. Ja, oder? Na komm. Lemmy, der dümmste von den von allen. Er beherrscht auch das Alorgbar. Bombenwerfen. Okay, Spaß. Spaß am Rande muss mal sein. So. Ich denke, Zeit fürs erste Level der dritten Welt haben wir auch noch. Weihnachtsbaden. Oh! Ah! Jetzt kriegen wir auch zum ersten Mal den Pinguin-Helm oder Anzug. Ich weiß gar nicht, ob das Item neu ist. Jedenfalls können wir mit Steuerkreuz unten so sliden. Ach du Scheiße, er hat mich gerade vom Tod gerettet. Zum Teil. Ja, also mit dem Pinguin-Anzug können wir nicht nur sliden, sondern auch Gegner einfrieren, was ich ziemlich praktisch finde. Nun gut. Und sowas können wir auch. Du Arsch. Den brauche ich. Du Sneaky. Das sieht so geil aus. So, und du, kleiner Lappen. Ah, stopp. So war das nicht gedacht. Ah, hier können wir einen One-Up bekommen. Und mein Tod ebenfalls. Aber die Musik in dieser Welt ist übelst geil. Noch einmal kriegt ihr mich nicht so tot. Bin ich denn blöd? Hässlichkeit, Alter. Okay, aber aufs One-Up kommen wir trotzdem. Oh Mann, du Drecksack.
Der ist gut. Fuck, das wird ein bisschen schwierig. Und den in die Hölle geschickt. So muss das sein. Ich brauche den Pinguinanzug nicht. Tadam, tadam. Ich bin auch so gut. Okay, ich sollte aufhören zu labern, sonst sterbe ich wieder sinnlos. Und das will doch keiner meinen Rage spüren. Du, 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 du. Oh oh, jetzt haben wir ein Problem. Da müssen wir, brauchen da. Ah ne, warte, wir können den Koopa nutzen. Improvisieren müssen wir. Tja, improvisieren. Nein, aber ich glaube, warte. Ja, genau, wir haben nicht das Nötige. Oh nein. Hier kommen wir jetzt nicht ran. Obwohl, warte, auf eine Weise kommen wir vielleicht doch ran. Aber die ist ganz schön gefährlich. Ah, ich will's versuchen. Fast, Leute! Fast! Oh, so knapp. Es ist halt so. Wir brauchen da dringend den Pinguinanzug. Oder eben eine Eisblume. Warte, ist da vielleicht ein Pilz drin? Nee, wieso auch? Ich versuche mal irgendwie hinten halt noch einen Pinguinanzug zu bekommen. Wow! This bitch already got me. Hier haben wir einen. Dann wollen wir uns mal beeilen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Du blöder Bastard, Mann. Das ist was mich übelst aufregt. Warum denn? Ach, bring dich doch um. Mach doch. Bitch. Nix. Oh. Nein, verzichte auf jegliche Pilze. Das fuckt aber auch ab, Mann, Alter. Warum gerade... Bitch. Ja, leck mich doch mit eurer Triggerzone. Ach du Scheiße, hab ich mir erschrocken. Geh weg, du Sack. Will er gerade nicht. Gesnipert und voll gegen mein Booty geknallt. Du dreckiges Lugunfähiger. Mann! Diese Pinguine, Mann! Oder wie heißen die eigentlich? Ich weiß doch ihren Namen aus Paper Mario Sticker Star. Oh, Cool Pins, genau, irgendwie so. War hier nicht irgendwo noch was? Please. Thank God. Boah, Mann, was seid ihr für Hässlichkeiten? Ich rasiere euch alle, ey Bastarde. Sorry für diesen ganzen getriggerten Tod, aber das regt einfach nur auf. Warte mal. Oh no! Oh.
Energy, Energy, was würde ich nur ohne dich tun? Ich weiß, was ihr denkt. Wann werde ich wohl einen Herzinfarkt erleiden? Tja, ich sag's mal so. Ich bin, glaube ich, koffeinresistent. Junge, nicht umkippen, wenn du mir hier meine ganze Einrichtung versaust. Hab noch 5 Stück liegen, aber ich behalte sie mal für jeden Tag ein paar Stück. Okay, komm. Kleiner Koffeinschub, jetzt geht's weiter. Ich habe halt die Angst, dass mich vielleicht irgendwie irgendwann meine Freunde hassen werden, weil ich halt dieses Zeug trinke. Nein, ich nutze kein Item. Geht weg, Alter, ich nutze kein Item. Ich kann ihn auch so auf die Fresse hauen. Okay, komm. Calm down, my boy. Den lassen wir ziehen. Was war denn das gerade? Geil. Hier vielleicht ein Block? My boy, geh drauf. Ich schaff's da irgendwie nie drauf. Bitch. So. Den beseitige ich auch mal lieber. Man kann nie wissen. Woohoo! Das muss so. Der tut mir so leid gerade. So, so ist es eigentlich gedacht, dass man die Starcoin holt. Juhu, wir sind wieder einen Schritt weiter. Badam, badam, badababababa. Okay, warte, den Block lasse ich da. Ist nämlich, glaube ich, ein Item drin. Das war geil, oder? Gibt's zu. So, jetzt zeig ich euch, wie man den die Starcoin eigentlich bekommt. Und zwar muss man einen einfrieren, mit ihm reiten und dann das machen. Und so kriegt man halt die Starcoin. Voll auf den Booty. So ist es eigentlich gedacht, Leute. Und wir haben somit auch endlich diesen scheiß Level abgeschlossen. Oh mein Gott. Mario. Ach du Scheiße, hab ich Schiss gehabt, dass wir das verkacken noch. Die Nintendo Time, my boys. Okay, Leute. Hat doch noch ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Falls dieser Part gefallen hat, dann würde ich mich doch selber einen Daumen hoch und eine positive Bewertung freuen. Und Daumen hoch für diese Epic Fails in diesem scheiß Level, das ist nicht wahr. Hoffentlich stellen wir uns im nächsten Part besser an. Wie gesagt, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und teilt das Video mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Leuten, die ihr mögt, Leuten, die ihr nicht mögt. Und im nächsten Part geht's weiter mit Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Bis dann und ciao.